Gott, okay. Wir gehen rein, wir gehen rein. Okay, zieht euch die Spinne rein. Ist sie da? Ja. Ist sie da? Oh, armes Baby. 400 Kilogramm Schokolade alle 3 Minuten. Das ist einfach traumhaft schön. Ich glaube, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh mein Gott. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurice-Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden euch heute mitnehmen, und zwar durch Australien. Wir werden coole Orte erkunden, und sie sind nicht einfach nur cool, sie sind wunderschön. Wir haben darüber krasse Sachen gelesen. Wir werden zu heißen Quellen fahren. Es soll ein überkrass wunderschöner Ort sein. Da kann man irgendwie in Stein drin schwimmen und so. Wir werden uns das heute mal zusammen anschauen. Da werden wir hinfahren. Also werden wir zusammen ein bisschen Australien erkunden. Und ich bin auch schon mega hyped. Unser Fiji-Wasser auch. Wir haben jetzt ganz schön viel Fiji-Wasser. Bevor unsere kleine Reise natürlich starten kann, müssen wir erstmal ein bisschen Energy tanken. Und das machen wir wie immer hier an dieser tollen Tankstelle. Yay. Wir müssen auf jeden Fall 1,5 Stunden fahren, und was braucht man alles für einen nicen Roadtrip? Eis. Oh, ey, ich hab so Bock, ne, mal da drin zu chillen, ne? Tim, ey, hör auf, Mann, fling gleich raus, komm raus. Tim, da oben ist eine Kamera, Mann. Ah, ich hab mein Knie verbrannt, weil es zu kalt war. So, dann können wir starten, oder? Genau, wir haben nur getankt, damit wir dieses Video hier machen können. Jetzt kann ich's absetzen. Es geht los, ich freue mich richtig da drauf. Ey, ich auch. Da freut mich schon lange hin. Ja, es wird richtig entspannt, ne? Es wird richtig Luxury. Die Fahrt war mega entspannt. Maurice ist sehr gut Auto gefahren. Wir sind angekommen. Wir gehen jetzt erstmal zur Rezeption. Mal schauen, was wir hier alles machen können. Also man kann auf jeden Fall hier geil baden. Das machen wir. Wir haben es noch nicht so ganz verstanden. Wir haben es gerade auf Englisch erklärt bekommen. Aber es ist sehr viel zu entdecken. Und wir haben sogar weiße Bademäntel bekommen. Wow. Wir sind in unseren Wellness-Outfits. Ey, du siehst aus wie so ein Zuhälter mit deiner Goldkette und deinen Brusthaaren. Das Ding ist, die sind hier richtig strikt mit dem Film. Also man darf auf keinen Fall irgendwelche anderen Gäste mit drauf haben. Die kamen gerade schon zu uns. Wir machen jetzt erstmal einen Rundgang. Auch wenn die Sonne nicht so doll scheint, ne? Kriegen wir uns trotzdem ein, weil es ist umsonst. Oh mein Gott, ich kann nicht arbeiten, Leute, wir sind gerade in der Sauna. Also noch nicht ganz in der Sonne, aber wir stehen schon in dem Raum vor der Sauna. Das ist schon arschheiß. Ich kriege keine Luft mehr, Alter. Die Kamera beschlägt auch voll, oder? Ja. Hallo. Und okay, wir werden erstmal jetzt saunieren. Das Ding ist, das ist hier mega der Rückzugsort für alle. Und deswegen fühlen sich alle übel gestört, wenn man hier rumläuft mit der Kamera und alles filmt und so spaßig macht. Deswegen haben wir uns überlegt, wir hören jetzt an dieser Stelle erstmal auf zu filmen. Entspannen uns jetzt wirklich einfach mal ein bisschen. Oh mein Gott, okay. Was geht, Leute? Es ist ein neuer Tag. Wir haben unter einem Baum geschlafen. Unser ganzes Auto wurde befallen von irgendwelchen ekligen Tieren. Das war gerade ganz schlimm, ne? Heute steht wieder viel auf unserem Tagesplan. Wir werden heute da hochfahren. Es ist wie in einem Skigebiet, nur ohne Schnee und ohne Skier und ohne Snowboard. Es ist etwas passiert. Ich würde sagen, dass es mein größter Albtraum ist. Es ist Gott sei Dank nicht mir passiert, sondern Maurice. Es ist so schlimm. Ich will hier weg. Ich kann nicht mehr. Wir sind gerade aufgewacht und ich muss übel dringend aufs Klo. Und ich habe gerade wirklich 1 Zentimeter unter so eine fette Spinne gefasst. Ich werde sie euch zeigen. Es ist so krank. Ich hab sie noch nicht gesehen. Wirklich, ne? Maurice hat mir das... Ich, hier sind überall Tiere, Mann! Maurice hat mir gerade ein Video davon gezeigt, ne? Ich habe Gänsehaut an meinen ganzen Körper bekommen, ne? Wirklich. Ich werde mir jetzt versuchen, die mal in Real Life anzuschauen, aber ich weiß nicht. Ich habe Angst. Okay, los. Also in der anderen Tür ist die Spinne da hinten. Ich zeig's euch. Aber ich habe halt genau hier so hingegriffen und die Tür aufgemacht, wollte mich umdrehen und zuschließen. Und jetzt guck mal... Maurice, ich habe Angst, dass sie auf mich zukommen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Okay, jetzt zieht euch die Spinne ist rein. Sie da? Ja. Ist sie da? Ey, ich habe wirklich 1 Zentimeter, ich habe genau da drunter gefasst. Ja, willst du sie dir angucken? Ich weiß nicht, ist sie direkt, wenn ich da reingehe, ist sie da direkt? Sie ist hier genau hinter der Tür. Dann gehe ich ja erst 1 Zentimeter nur an ihr vorbei. Kann die springen? Weiß ich nicht, aber die ist ganz lieb, glaube ich. Ist sie groß? Ja, ziemlich. Die ist sehr groß. Komm hier in die Ecke. Komm hier in die Ecke, Welt. Dann bist du in Sicherheit. Oh Gott, ich bin komm hier jetzt in die Ecke. Ich komme jetzt in die Ecke, ich komme jetzt in die Ecke. Oh, guck da hinter dir. Ey, ich bin stolz auf dich. Du warst ganz nah dran. Wie war das? Komm mal her. Oh, armes Baby. Okay, ich gehe jetzt erstmal pinkeln, aber auf eine andere Toilette. Ich habe überall Gänsehaut. Ich schwöre, verpiss dich von mir. Geh weg. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt in den Schussmodus. Alles verbarrikadieren. Danke. Erstmal, ich fühle mich wie der größte Touri mit diesem Rucksack, diesem Hut. Aber okay, ich bin bereit. Ein Ticket nach oben und wieder nach unten kostet $25. Und bist du schon mal Gondel gefahren? Hä, bist du noch nie Ski gefahren? Nee. Krass, okay, ich bin schon mal Gondel gefahren. Halt in einem Skigebiet, ne? Aber es war auf jeden Fall anders. Und los geht's. Da hinten ist das Meer. Es ist ein bisschen rauchig, aber man erkennt's. Und jetzt wird geschaukelt! Spaß.
Wir sind jetzt übrigens angekommen und wir haben hier ein wundervoll großes Plakat gesehen. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin und mal gucken, was wir da so Adventure-mäßiges erleben. Aber bevor wir da hingehen, müssen wir den Dschungelcamp-Besucher natürlich erstmal noch einen Besuch abstatten. Maurice hat mich hier durch den Weg geschickt, weil wir legen es ja heute drauf an, schöne Insekten und eklige Tiere zu sehen. Danke. Okay, wir sind gerade hier angekommen und es gibt übel die geilen Angebote. Und zwar gibt es hier das Labyrinth drin, es gibt hier Baumsurfen drin, es gibt irgendwelche coolen Rutschen, es gibt voll viel krasse Sachen. Und wir haben uns gerade überlegt, dass wir darüber ein ganzes geiles Video machen, wo wir gegeneinander antreten, wer schneller aus dem Labyrinth kommt und so. Wenn ihr Bock habt, dass wir so ein Video machen, dann schreibt auf jeden Fall mal Hashtag Maze in die Kommentare. Das ist jetzt relativ teuer und bevor wir das jetzt nur für so 2 Minuten hier im Video machen, weil wir noch so viel vorhaben, würden wir lieber ein ganzes Video darüber machen und fahren jetzt zu Phillip Islands. Da gibt es viele Koalas. Ja, Mann! Okay, ey, ich habe schon so lange keine Koalas mehr gesehen. So, Freunde, wir sind jetzt schon mittlerweile 1,5 Stunden unterwegs ungefähr und wir sind endlich gleich da. Hier ist auch schon die Brücke dahin. Mal gucken, was uns auf der Insel so alles erwartet. Wir werden jetzt zu einer Schokoladenfabrik gehen. Yeah. Oh mein Gott, ist das nicht cool. Ich weiß nicht, wie sehr sich Maurice freut. Gar nicht. Dafür freue ich mich umso mehr. Und ich bin echt gespannt, was wir da alles entdecken. So Schokobrunnen und oh, einfach komplett meine Welt. 400 Kilogramm Schokolade alle 3 Minuten. Das ist einfach traumhaft schön. Denkst du, wir kriegen das goldene Ticket? Hoffentlich. Oh, das wäre so cool. Das ist alles Schokolade, Maurice. Das ist Schokolade? Ja, das ist alles Schokolade. Boah, einmal in so einen Pinguin reinbeißen, ne? Das wär's. Wir gehen durch einen Schokoladentunnel. Wir haben einfach Eintrittstickets bekommen aus Schokolade. Ich hoffe, da ist das goldene Ticket drin. Ey, ich glaube, da kann wirklich ein goldenes Ticket drin sein, ne? Und dann haben wir jetzt noch einen Gutschein bekommen für 10 Spiele. Also man kann da auch Spiele drin spielen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe. Oh mein Gott. Hier ist einfach ein Kakaobaum und die Früchte sehen so aus. Ja, das sind einfach Schokoladenfrüchte. Ich wusste schon immer, dass Schokolade gesund ist. Okay, hier sind so echte Kakaobohnen, oder? Das sind Kakaobohnen. Ich finde, es wird mal wieder Zeit für eine Runde. Wenn ich du wäre, würde ich mal einen probieren. Da haben bestimmt schon 30.000 Leute angefasst, ne? Ich nehme eine von ganz unten. Oh mein Gott, da ist einfach Schokolade drin. Hä, Lava, schmecken die gut? Ja, wirklich. Doch. Wir haben am Anfang ja die Tickets bekommen und wir müssen versuchen, Holzbälle aus diesem Spiel rauszubekommen. Hast du es jetzt genau berechnet? Ja. Oh. Alter, wie knapp. Wir brauchen 6 Bälle. Wie 6 Bälle? Ja, 6 Bälle, dann haben wir gewonnen. Oha, wie sollen wir 6 schaffen? Ja, Mann! Wir haben schon 4 Stück und noch 3 Versuche. Ja, Mann, das bedeutet, wir brauchen nur noch 2 Bälle, aber Maurice benutzt gerade mein Spielticket und ich kann nicht spielen, aber egal, Hauptsache wir gewinnen. Das ist der 5. Ball, wir brauchen noch einen, du hast noch einen Credit. Wenn du das jetzt schaffst, ne? Oh fuck, so viel Druck auf mir, Alter. Ja! Ich möchte baden. Kann ich bitte baden gehen? 400 Kilo. Krass, Mann. Zweimal so schwer wie ich. Warum kann das nicht einfach in meinen Mund reinfließen? Ey, ich würde hier nachts einbrechen und mich da drunter stellen, einfach mich einreiben mit Schokolade und mich dann selber ablecken. Wir stehen jetzt vor einer Schokoladenmaschine und man kann sich hier seine eigene Schokolade machen und das ist der beste Moment meines Lebens. Mit nur 2 Ballern. Strawberry. Und los geht es. Hier, die Maurice eben Gott sei Dank gewonnen hat. Und jetzt schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Ich hoffe, den Hauptpreis. Na toll, einfach nur 6 Schokobälle. Da bin ich ja enttäuscht. Weißt du, was das Problem war? Was? Ich bin blöd. Man hat einfach pro Holzball einen Schokoball bekommen und man konnte höchstens 6 pro Person abgeben. Oh, es war schon wieder der beste Tag meines Lebens, wirklich. Und wir haben ja auch eben unsere Schokolade hergestellt und wir haben sie auch probiert. Und Maurice hatte ja was mit Wasabi. Oh mein Gott, das war super crazy. Die Verkostung dieser exquisiten Schokolade seht ihr aber auf Maurice' Channel, deswegen müsst ihr auf jeden Fall euch da das Video reinziehen. Und jetzt werden wir noch etwas Besonderes machen. Und zwar, was werden wir machen, Maurice? Koalas, Koalan. Die schlafen einfach 20 Stunden am Tag. Wow. Oh, das ist genau mein Leben. Und dann, nachdem sie aufgewacht sind, essen sie. Hey, oh mein Gott, guck mal, so ein süßer Fuß. Ich hätte so gern ein Koala als Haustier. Das wäre so süß. Kleines Grotschikotschikum. Okay, Freunde, wir haben gerade hier frische Koala-Scheiße entdeckt. Das bedeutet, ein Koala ist nicht weit entfernt und wir hoffen, dass wir einen streicheln können. Hey, wir haben einen und wir sind ganz nah dran. Wir müssen ganz leise sein. Oh mein Gott, er ist richtig da. Leute, hier gibt es Bullenameisen. Da
damit ihr auch noch was lernt, also das sind so riesen Ameisen, die können bis zu 40 mm groß werden. Und wenn man die in der Mitte zerteilt, dann fangen einfach die vordere Hälfte und die hintere Hälfte an, sich gegenseitig zu bekämpfen, bis eins von beiden tot ist. Das war echt ein schöner Ausflug, oder? Ja, auf jeden Fall. Findest du nicht, es wird mal Zeit für eine Runde? Du bist auch ein ganz süßes kleines Koala-Bärchen. Hast du nicht mal Lust, dich an diesen Baum da wie ein Koala-Bär dran zu hängen? Ja. Cool! Ich mache auch ein Foto von dir. Das ist aber noch nicht koala-mäßig genug, ein bisschen weiter höher. Oh ja, das ist süß. You look like a koala. Warte, ich möchte dich unbedingt mal streichen. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sehr gut gemacht. Ey, das ist so anstrengend. Wie chillen die in dieser Position immer? Ey, die schlafen 20 Stunden so. So, Freunde, übrigens, wir haben ein neues Hobby entdeckt. Und zwar sammeln wir jetzt Magneten. Die hängen wir in unserem Bus. Genau, und dann irgendwann an unseren Kühlschrank, wenn wir wieder zurück in Deutschland sind. Wir haben super viel erlebt. Chocolate Factory war bombastisch, tastisch, geil. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann abonniert auf jeden Fall den Channel, denn wir machen natürlich immer so coole Videos. Schaut auch bei Maurice vorbei. Das ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein. Peace. Tschüss. Woo. Hey. Yeah.